Wie werden wir Abschied nehmen vom Leben? Wollen wir allein bleiben? Oder lassen wir andere daran teilhaben? Können wir Ungeklärtes noch klären und Ungesagtes doch noch ansprechen? Wenn alles gut geht, können wir zufrieden auf das gelebte Leben zurückblicken. Und das Loslassen fällt vielleicht nicht so schwer. Ich habe einen schönen Abschluss des Lebens und ich bin noch alt genug. Finde ich, wäre ich 42, da würde ich anders denken. Aber so, 82. Im Hospiz Ludwigpark in Berlin-Buch begleiten wir drei Menschen in der vielleicht intimsten Phase ihres Lebens. Hallo Frau von Hattingen. Darf ich? Ja, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Wo hätten Sie mich denn gerne? Wo sehen Sie mich am besten? Okay. Marleen Ernst bekommt heute wieder Besuch von Gabriela von Oettingen, der Psycho-Onkologin des Hauses. Wie ist es Ihnen ergangen die letzte Woche? Haben wir gar nicht gestern in Ruhe sprechen können? Naja, ich war ja irgendwie, bin ich ganz schnell kraftlos. Aber so nach einem Tag erhole ich mich immer wieder. Aber den einen Tag nach der zuvorgegangenen Anstrengung, den brauche ich. Dann schlafe ich fast nur. Und Ihre Familie trägt ja alles tapfer mit. Ja, dass ich mich freue. Mhm. Ganz einfach so. Wäre ich jetzt schon so richtig todkrank, dann wäre das, glaube ich, auch schwer. Und das Schöne ist, wir reden über den Tod und wir machen auch die normalen Besprechungen, so was Bank und Erbe und also was betrifft. Und das Schöne ist auch, ich habe auch immer gesagt, also wenn ich irgendwie Wünsche habe, was das Sterben betrifft, dann winkt bitte nicht ab und sagt, ach, du lebst noch lange, das finde ich so schrecklich, das gibt es ja auch. Der stirbt, der möchte ja noch irgendwas loswerden oder regulieren. Und viele sagen dann, nee, mach mal in Ruhe und wir kommen morgen wieder. Ja, Frau Ernst ist schon jemand, der sehr reflektiert hier auch angekommen ist. Und wahrscheinlich auch immer reflektiert, denke ich mir, für sich auch wahr. Wir haben leider oft andere Erfahrungen, ne? Dass Menschen hier ankommen, die eben ein anderes Leben hinter sich haben. Und die dann auch mit so einer Diagnose völlig überrannt sind, denen sicherlich im Krankenhaus auch erklärt wurde, worum es ging und wie die Perspektive ist, die aber für sich im Umgang mit so schwierigen Situationen vielleicht noch nicht so weit sind. Ne? Ja. Der Sterbeprozess ist eine große Herausforderung, auch für die Angehörigen. Carsten Altjohann begleitet seine Ehefrau Petra Schwabe beim Abschiednehmen von ihrer Mutter. Das Ehepaar lebt schon seit einigen Tagen in einem Gästezimmer. Auch die Hunde dürfen dabei sein. Die Familie will der Mutter nah sein, solange es geht. So, Mutti, ich spiele hier mal ein Lied. Pass auf, mal gucken, wie das klappt. Vom Gefühl, von ihrem Körper her, würde ich sagen, in den nächsten zwei Tagen, vielleicht auch heute, vielleicht morgen. Wichtig dabei ist, dass ich sie innerlich freigegeben habe und dass ich spüre, dass meine Mutter mir auch ihren Segen gegeben hat. Das war dein Liedchen, liebe Mutti. Sie hat es gehört. Denn die liebe Mutti, die liebt Rosen und das Lied heißt ja, sah ein Knab ein Röslein stehen. Ich glaube, es fiel ihr schwer loszulassen. Und solange sie konnte, ist sie mit ihrem Oberkörper immer wieder uns entgegengekommen und immer wieder wollte sie aufstehen, hat uns die Hand gereicht. Das kann sie im Moment nicht mehr. Diese Lebenslust,
ist auf der einen Seite eine große Stärke, um durchs Leben zu kommen. Nur wenn man dann am Ende des Lebens steht, dann gilt es eben auch zu akzeptieren, anzunehmen, dass es eben halt so nicht mehr geht. Und ich glaube, das ist so der Prozess, den wir miteinander eigentlich durchlaufen sind. Ich habe in diese Familie sozusagen eingeheiratet. Bei meiner eigenen Familie, meine Großeltern sind innerhalb kürzester Zeit gestorben. Meine Mutter über Nacht. Ich hatte praktisch nie Gelegenheit, sie in irgendeiner Form dabei zu begleiten. Und es ist, also ich habe es meiner Frau auch gestern gesagt, wie so eine Art Pilgerreise. Also ich habe für mich persönlich noch nicht genau herausgefunden, wohin. Da muss ich noch ein bisschen reinfühlen, aber es gibt mir, was ich sagen kann, schon einen inneren Frieden auch. Heute kommt noch die Tochter Marleen, mein Sohn Fabian. Und wir werden heute wieder mit meinem Mann zusammen am Bett sitzen. Ich habe schon das Mensch, ärgere dich nicht Spiel hingepackt. Und dann spielen wir, dann werden wir erzählen. Wir werden auch manchmal nur ganz still sein. Das tut richtig gut. Also so entspannt miteinander zu sein. Entspannt, wie wir es manchmal im Leben nicht waren. Was sind die Oma? Was wir gelernt haben in den letzten Wochen, alle, ne, ist miteinander zu reden. Also Kommunikation ist alles. Guck mal da. Oh. Seit diesen Aufnahmen hat sich die Mutter immer mehr von der Außenwelt zurückgezogen. Der Hund spürt den nahen Tod ganz instinktiv. Und der Oskar, der sprang dann aufs Bett ganz vorsichtig zu meiner Mutti und lag da, wo ihr Tumor ist. Da lag er drauf und wärmte ihr den Bauch. Das war so berührend, das hat er einfach so gemacht. Man kann sich auf den direkten Umstand, glaube ich, schwer vorbereiten. Aber man kann natürlich Vorsorge treffen, also in vielerlei Hinsicht Vorsorge treffen, indem man eben möglichst, wenn es geht, klar kommuniziert mit denen, wo es wichtig ist und mit sich selber versucht, vielleicht auch sich mit sich selber so ins Reine zu kommen. So eine Frage auch ganz oft die Menschen, wie sie auf ihr Leben zurückblicken und die Menschen, die für sich sagen können, ja, es war natürlich nicht alles rund, ne? Und nicht alles schön. Und da habe ich vielleicht auch einen schweren Fehler gemacht. Aber diese Reflektierte darüber und zu wissen, mein Leben war im Großen und Ganzen gut so. Und ich bereue jetzt nicht große Geschichten. Diese Menschen können nach meinem Erleben auch leichter gehen. Das Hospiz wird vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg betrieben und steht allen Menschen offen, unabhängig von Herkunft und Religion. Im Mittelpunkt stehen allein die Wünsche und Bedürfnisse der bis zu 16 Gäste. Die Mitarbeiter verstehen sich als ihre Ansprechpartner. Einige leben hier nur sehr kurze Zeit, manchmal Stunden. Andere bleiben mehrere Monate lang. Gabriela von Oettingen ist auf dem Weg zu Rudi Overbeck, der vor 3 Wochen hier eingezogen ist. Sie kennt ihn noch aus ihrer Jugendzeit. Damals war er der flinke Kellner aus ihrer Stammkneipe. Jetzt ist der 77-Jährige von seiner Krebserkrankung gezeichnet. Mit alles andere weiß ich ja nur alt Bescheid, wie es langlaufen wird, wie es werden wird mit mir. Das habe ich schon alles so im Griff, will ich mal sagen. Hier die Dagmar Fischer hier, die weiß auch im Grunde überall Bescheid. Im Grunde ein bisschen trauriger wie ich. Ja, sie weiß, dass sie sich keine Illusionen machen braucht, dass ich hier wahrscheinlich mit meinem Krebs nicht mehr rauskommen werde. Aha. Das wird sehr schlimm werden. Ja. Rudi Overbeck ist beunruhigt und traurig, weil er seine Freundin seit Tagen nicht mehr erreichen kann. Vielleicht hat sie Angst davor, ihn hier so krank und schwach vorzufinden. Dabei bräuchte er sie gerade jetzt besonders dringend. Sollen wir zusammen jetzt noch mal probieren? Können wir mal probieren? Na, wir können mal probieren. Dann vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Können wir machen. Probier mal.
Vielleicht hat sie aber auch den Akku nicht geladen. Oh ja. Das ist alles nicht so schlimm. Das ist nur die Mailbox. Nur eine Mailbox. Kann man aber drauf sprechen. Ja. Piept du da? Jetzt sprechen. Hallo? Schön reden. Sie müssen was reden. Hallo Dagi. Sag mal, hier ist der Rudi. Ich bin hier im Buch im Hospiz immer noch. Ich komme hier auch, glaube ich, nicht mehr raus. Das wäre schön, dass du mich besuchen könntest, wenn es geht bei dir. Wenn du kannst, komm so schnell wie möglich nach Buch. Wenn man bedenkt, dass er sein halbes Leben lang Kenner war, wo ich ihn eigentlich auch herkenne, und Gott und die Welt ja auch kannte, da kann man manchmal sehen, wie dann in Situationen, wo man alt und krank ist, wie sich sowas reduziert auf ja, wenig bis gar nicht. Marlene Ernst hat das Glück, liebevoll von ihrer Familie umsorgt zu werden. Die Angehörigen wollen nicht gefilmt werden, doch Frau Ernst lässt uns weiterhin teilhaben an ihrer besonderen Situation. Die Veränderungen in ihrem Leben kamen plötzlich und waren besonders heftig. Seitdem ich hier bin, das hat mich alles so überrollt. Ich war ja zu Weihnachten noch relativ in Ordnung und Familienfest und so weiter, alles klappte. Und dann ließen meine Schmerzen nicht mehr nach, was sie zuvor immer wieder so wellenweise kam das nur. Und dann bin ich zu den Ärzten gegangen und wurde von einem zum anderen nicht geschickt. Ich bin freiwillig von einem zum anderen. Und dann wurden die Aufnahmen gemacht und dann kam das Ergebnis. Und zur gleichen Zeit ließen die Kräfte bei meinem Mann auch nach. Das war also eigentlich unverständlich. Innerhalb von einem Monat hat sich unser Leben total verändert. Schon kurz nach ihrer schweren Krebsdiagnose starb der Ehemann. Sein Herz versagte. Also ich kann wirklich so feststellen, so im Zwei-Wochen-Rhythmus, da ist wieder ein bisschen mehr Kraft weg. Frühling möchte ich noch, also und den Sommer erleben, aber ich bin da so nüchtern. Länger möchte ich das gar nicht. Es ist ja ein zum Ende gehen, was ich hier, oder sitzen, was ich habe. Und das alte Leben kann ja nicht mehr kommen. Und dann gibt es ja nur diese Zwischenstation, wenn ich nicht mehr ganz so schlimm oder aussichtslos krank bin, dass ich vielleicht in Pflegeheim müsste. Nee, möchte ich nicht. Ich finde es gut, wenn der Körper so reagiert. Immer schön langsam. Und dann ist irgendwann Schluss. Meine älteste Tochter ist vor kurzem gestorben. Und da stelle ich mir so oft vor, ich komme in den Himmel und dann kann ich meiner Tochter entgegengehen. Ist natürlich auch nur eine Vorstellung. Aber das wäre schön. Vorstellungen, Bilder, Träume und Wünsche. Ich würde so gerne noch mal barfuß über den Sand an der Ostsee laufen. Sonst nichts. Einmal vielleicht noch irgendeine tolle Sinfonie hören. Also in Sachen Musik irgendwie einmal noch hier so. Oh, jede Menge Musik im Raum. Wo, wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Manche Wünsche lassen sich einfach erfüllen. Andere werden Träume bleiben. Auch damit müssen Angehörige und Mitarbeiter umgehen können. Im Hospiz verliert man die letzten Sehnsüchte der Gäste trotzdem nicht aus den Augen. Das Gefühl der eigenen Ohnmacht ist oft Thema im Kollegengespräch. Ist das jetzt durch? Ich glaube. Gedeckt habe ich schon für dich. Echt? Oh, das ist ja nett, danke. Auch die Palliativärztin und die Hospizleiterin sprechen bei fast jeder Gelegenheit über die sehr unterschiedlichen Verläufe bei ihren Gästen. Es ist ja ein Weg.
Krankheit ist ein Weg und Sterben ist ein Weg. Das ist ja nicht so ein Schalter, der umgelegt wird. Und aus meiner Sicht ist das häufig so, dass der Tod dann, wenn er kommt, eigentlich keinen Schrecken mehr hat, sondern dass das häufig so ist, dass das dann auch begrüßt wird, weil die Gäste auf ihrem Weg dorthin eben auch merken, dass das Leben, so wie das für sie mal Sinn hatte, eben nicht mehr existiert und dass das dem Ende zugeht und dass so eben auch dieses irgendwann zu sagen, okay, Herz bleibt stehen und Lunge, hör auf zu atmen, was befreiend ist. Hier kommt es auch noch mal auf die Angehörigen an, weil auch die Angehörigen, für die ist es ja ein Weg. Manche Angehörige sind ja von Anfang an mit eingebunden in das Krankheitsgeschehen, also von Diagnosestellung an. Bei manchen Gästen ist es halt nicht so, dass die von Anfang an sehr offen und ehrlich mit ihrer Erkrankung umgegangen sind. Da haben die Angehörigen viel weniger Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Das ist aber die Arbeit, die wir hier auch mit unserer Psycho-Onkologin abarbeiten und versuchen, die Angehörigen da auch mit ins Boot zu nehmen. So, genau. Das ist jetzt die Mittagsmeditation. Ja, da gehen wir jetzt zu Herrn Oberbeck. Er bekommt jetzt Dexamethason 2 Milligramm und Novaminsulfon-Tropfen, weil er starke Schmerzen hat. Wie Sie sehen, bei uns sind die Türen immer auf Wunsch des Gastes. Ja, Oberbeck, Sie bekommen jetzt Ihre Mittagsmedikation. Ja? Haben Sie denn Schmerzen? Herr Oberbeck, das Kühlpack immer drauflegen. Die Schwester kümmert sich um den Tumor, die Schmerzen und um die Seele. Immer kühlen und die Schmerzen. Ja, das mache ich doch aber. Wir versuchen, dass Sie so wenig wie möglich Schmerzen haben. Aha. Ja. Oh. Ach, Herr Oberbeck, ich würde Sie jetzt am liebsten im Arm nehmen. Ja. Lassen Sie ruhig die Tränen raus. Lassen Sie die Tränen raus. Sie sind immer so stark. Ja. Rudi Overbeck geht es schlecht heute. Zur Angst vor dem bevorstehenden Lebensende kommt die bange Frage, ob er seine Freundin noch einmal sehen wird. Das Einzige, was mir leid tut, ist meine Freundin, die Frau Fischer. Wie bitte? Die Frau Fischer, die Dagmar. Ja. Da weiß ich nicht, was los ist. Aber da sind wir am Ball. Also die größte Herausforderung ist wirklich die Angst, weil man eben nicht weiß, was passiert, wie es passiert, wann es passiert. Und ja, das, selbst wenn wir es schon mehrfach erlebt haben, und ich habe ja viele Menschen schon, auch, also ich war ja auch bei vielen Menschen wirklich schon dabei, als sie gestorben sind, und habe immer gedacht, jetzt so, wird denn so, wenn man so eine Sitzwache am Bett macht manchmal, es ist jedes Mal was anderes. Es stirbt wirklich jeder seinen individuellen Tod. In der Hospizküche ist Ilka Gruno schon seit einigen Jahren für die Gäste da. Mahlzeiten zuzubereiten, versteht sie als eine Form der Zuwendung. Wenn sie jetzt hier länger liegen, dann kriegen sie ja mit, dass man sich auch mal was wünschen kann. Und dann nehmen wir das im Speiseplan mit auf. Und ja. Oder wenn sie mal jetzt keine Bulette wollen, dann brate ich halt ein Spiegelei oder mache ein Rührei dazu. Oder wenn sie was ganz anderes wollen, dann machen wir eine Suppe oder... Also ist ganz individuell hier. Und meistens schmeckt es den Leuten auch gut, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so viel essen. Ja. Und vor allen Dingen sagen sie mal, oh, der Duft ist hier so im Haus, ne? Weil es ja wirklich dann auch durchs Haus zieht, wenn man zum Beispiel Buletten brät oder sowas. Gibt es auch, dass die Teller unberührt bleiben? Ja, kommt auch mal vor. Dann haben sie erst Appetit und dann doch nicht mehr und dann... Guten Appetit. Viele fragen mich immer, ob ich damit ein Problem hätte, aber habe ich eigentlich nicht. Im Gegenteil,
Mahlzeit. Man gibt sich dann besonders, also Mühe. Und ich finde es schön, wenn man den Leuten auch nochmal was Gutes tun kann. Ich habe ein bisschen Mittagessen hingestellt. Und den Lebensweg, den sie noch haben, so schön wie möglich einfach zu machen. Und das gibt mir wieder ein gutes Gefühl. Mahlzeit. Es ist aber schön, dass ein Essen kommt. So. Mache ich mich aber schön. Guten Appetit. Ja, danke schön. Wenn man jemanden gut kennengelernt hat, dann ist das schon traurig, klar. Und wenn man dann auch die Angehörigen noch sieht und die sich verabschieden, hier kommen, das ist schon, klar, ist das traurig, ja. Aber auf der anderen Art sage ich mir immer, er hat es wirklich gut bis zum Ende seines Lebens, ne? Also, ich sehe jetzt viele Sachen einfach nicht mehr so streng. Ich ärgere mich über manche Sachen überhaupt nicht mehr, wo ich früher im Dreieck gesprungen bin. Das ist mir heute, manches ist mir einfach nicht mehr so wichtig, weil man sieht ja auch manchmal, wie kurz auch das Leben sein kann. Und dann sage ich mir heutzutage oftmals, naja, was soll's. Der tägliche Umgang mit dem Sterben verändert auch den Blick aufs eigene Leben. Ich arbeite seit 12 Jahren hier und da hat sich natürlich in der Familie auch sehr viel geändert. Mein Mann ist tatsächlich so gewesen, bis vor 20 Jahren, der hat sein Geld angehäuft und angehäuft und angehäuft. Ich sage, na, wollen wir nicht mal wegfahren? Nein. Das können wir machen, wenn wir Rentner sind. Aha. Weiß ich, was in 10 Jahren ist? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich kann nach Hause fahren, habe einen Unfall, bin nicht mehr da, komme nie wieder nach Hause. Wir gehen auch nicht im Streit auseinander. Also wir gehen früh morgens nicht im Streit auseinander. Ich gehe da nicht zur Arbeit und wir haben uns gezankt. Noch immer keine Nachricht von der Freundin. Rudi Overbeck hat darum einen Brief an sie verfasst. So. Also mit dem Datum von heute, ist der 15. heute. Liebe Dagi, ich möchte dich zuallererst fragen, ob es dir gut geht. Ich wünsche es dir auf jeden Fall, damit du kannst mich doch bitte wieder mal besuchen kommst. Es ist schon wieder so lange her, dass ich dich nicht gesehen habe. Liebe Dagi, ich habe große Sehnsucht nach dir. Du fehlst mir so sehr, was ist bloß los? Eigentlich haben wir guten Kontakt miteinander. Wir müssen uns nur öfter sehen. Wenn es dir gut geht, schreibe mir doch bitte. Ich warte doch so sehr. Ja. Naja, dann wäre jetzt traurig, nach 14 Jahren, die wir uns zusammen sind, jetzt den Kontakt zu verlieren oder sich zu verlieren überhaupt. Durch so eine Sache hier. Ah ja. Ja, wenn es zum Stillstand käme. Aber du machst mir ja keine Illusionen. Aber Sie wollen noch leben, oder? Ja, natürlich. So lange geht es. Ja, schön Wetter. Anziehen ab nach Hause. Eine Woche später. Marleen Ernst hält die Ereignisse des Tages fest. Eine alte Gewohnheit. Das sind ja diese kleinen Jahreskalender. Und da schreibe ich nur Stichworte. Manchmal Gedanken, aber meistens Ergebnisse, die an dem Tag oder in der Woche waren. Ja, das hilft viel. Auch so, wenn man denkt, meine Güte, wann war denn das jetzt? Und dann suche ich mir die Umgebung raus. Ich habe 3 Jahre lang mal Urlaub mit meinen Kindern in Südtirol gemacht. Und dann sehe ich, welche Orte wohnen. Das früher, also in der Straße in Tempelhof, habe ich dann einen Atlas noch mal rausgeholt. Ich bin total altmodisch, ich habe kein Smartphone, nichts.
du mir was zu Herrn Oberbeck sagen? War jetzt der gerade nicht da? Ja, der hat sich leider ein bisschen verschlechtert jetzt vom Zustand. Mhm. Also da war irgendwie die Freundin noch da am Wochenende, da ging es ihm noch richtig gut. Mhm. Und seitdem sie weg ist, kann man eigentlich zusehen, dass sein Zustand immer schlechter wird. Mhm. Dass seine Freundin tatsächlich noch einmal zu Besuch gekommen ist, hat Rudi Overbeck glücklich gemacht. Fernsehen hat ihr ein paar Blümchen mitgebracht. Aber auch seine letzten Kräfte gekostet. Am Ende reichten sie nicht einmal mehr, um den selbstgemachten Kartoffelsalat zu essen. Nach dem Besuch konnte er loslassen. Hat noch mit irgendwas gerungen, wir wissen es nicht. Er wurde immer schwächer. Seine Freundin war ja auch noch mal da an dem Wochenende, bevor er starb. Und es kam auch noch, also mit der Freundin, die sich auch ins Buch dann eingetragen haben, noch zwei oder drei Freunde. In Ewigkeit, lieber Rudi, wünscht dir Bärbel, Dagi, Herbert und Luke. Gut, dann würde ich jetzt noch mal zu Verernst vorbeischauen. Mal schauen, wie es ihr geht. Marleen Ernst braucht jetzt sehr viel Ruhe. Schlaf und Halbschlaf wechseln sich ab. Ihre Kraft lässt nach. Frau Ernst schläft fast. Und sie möchte auch niemanden sehen. Ja. Wir bekommen eine Nachricht von Petra Schwabe und ihrer Familie. Sie schreibt uns, dass ihre Mutter gestorben ist und sie mit ihr einen wundervollen Abschied hatten. Heiter sei es gewesen, wunderschön und traurig zugleich. Sie sind dankbar, dass alles so gut gegangen ist. Im Zimmer der Mutter hat die Familie den Kiefernsarg bemalt, ganz intuitiv. Jeder konnte so eine Erinnerung festhalten oder der Verstorbenen etwas mit auf den Weg geben. Marleen Ernst stirbt eine Woche nach unseren Aufnahmen. Ihr Wunsch, noch einmal richtig schön Musik zu hören, geht in den letzten Lebenstagen in Erfüllung.